Ich bin Tobias Holub. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Wow. Thank you, Philadelphia. I couldn't be prouder to be on this ticket and to help Vice President Harris become what we all know is very, very good for us to think about. Next President of the United States of America. Das ist er also, der Mann, den sich US-Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris als Running Mate ausgesucht hat. Tim Walz. Über seinen Bundesstaat Minnesota hinaus war Walz bisher nicht sehr bekannt. Im Hintergrund hat er aber den zentralen Wahlkampfspruch der Demokraten mitgeprägt. A robber baron real estate guy and a venture capitalist. These are weird people on the other side. By the way, don't you find some of their stuff to just be plain weird? Ist Donald Trump nicht einfach nur merkwürdig? Mit dieser Strategie wollen die Demokraten Trump aus der Deckung holen. Und das klappt immer öfters. They're the weird ones. Nobody's ever called me weird. Aber seit seine neue Gegnerin feststeht, gibt sich Trump auch sexistischer und rassistischer denn je. Ja, weil er sie offenbar nicht aufgrund ihrer Kompetenz oder ihrer Politik angreifen kann, hat das mit plumpem Rassismus probiert. Also Walz versucht diesen Menschen einfach auch klarzumachen, dass er sie einfach viel besser versteht, während Trump und Vance einfach nur weirde Ideen haben. Hat ein Duo, das sich als taffe Staatsanwältin und All-American-Football-Coach stilisiert, eine Chance gegen Donald Trump? Darüber sprechen wir heute. Nur Aman, du bist Chefin vom Dienst hier beim Standard und Außenpolitikredakteurin und beobachtest da auch den US-Wahlkampf für uns, wo wir jetzt nämlich den sogenannten Running Mate von der demokratischen Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris kennen. Und es ist ein Name, den man noch nicht so oft gehört hat wie andere in den letzten Wochen, nämlich Tim Walz. Wer ist denn dieser Mann? Was müssen wir über den wissen? Ja, Tim Walz ist seit 2019 Gouverneur von Minnesota. Er ist 60 Jahre alt, er kommt aus einem kleinen Ort in Nebraska und vor allem gilt er als volksnah, als sehr, sehr guter Rhetoriker, der sich auch nicht davor scheut, in rechten Medien wie Fox News aufzutreten. Und das macht er dort dann in einer Sprache, die einfach sehr viele verstehen, die sehr viele Menschen erreicht. Er kommt einfach nicht aus einer Klasse der an Elite-Universitäten ausgebildeten KarrierepolitikerInnen, die oft ein bisschen Schwierigkeiten haben, mit den Menschen zu kommunizieren. Also bei Interviews und auch Statements hat man oft den Eindruck von ihm, dass er mal laut nachdenkt und nicht unbedingt gerade überlegt, wie er mit auswendig gelernten Passagen seine politische Message am besten durchbringt, ohne dass er eben gerade in ein Fettnäpfchen tritt. Aber du hast schon recht, er war bis vor kurzem einfach mehr oder weniger unbekannt. Erst vor ein paar Wochen hat er ziemliche Schlagzeilen gemacht mit einem Interview. These are weird people on the other side. They want to take books away. They want to be in your exam room. That's what it comes down to. And don't, you know, get sugarcoating this. These are weird ideas. Als er den Begriff weird verwendet hat, um Donald Trump und seinen Running Mate J.D. Vance zu beschreiben. Und damit ist er wirklich zu einem Medienphänomen geworden und hat die Strategie der DemokratInnen auch komplett umgekrempelt. Darüber können wir vielleicht später noch ein bisschen mehr reden. Du hast doch schon gesagt, Elite-Universitäten, J.D. Vance war an einer Elite-Universität, also Walzes gegenüber. Und auf der anderen Seite, als ich Walz das erste Mal gesehen habe, habe ich so einen Eindruck gehabt von so einem lieben, netten Onkel. Sehr sympathisch, nahbar auf den ersten Blick, so soll er wahrscheinlich wirken. Ist das auch der Grund, warum er ausgewählt worden ist, um eben dadurch auch Wählerschichten anzusprechen? Ja, aber sicher mit ein Grund. Schon alle Favoriten im Rennen um den Posten hatten die Eigenschaften weiß, männlich, halbwegs moderat mitgebracht, um die als sehr progressiv wahrgenommene schwarze Frau Kamala Harris ein bisschen auszugleichen. Und eigentlich hatten da viele auf eher so Josh Shapiro oder Mark Kelly auch gewettet, weil sie einfach aus sehr wichtigen Swing States kommen. Die sind ja bei der US-Wahl entscheidend schlussendlich. Und die beiden sind eben auch deutlich moderater als Tim Walz es ist. Er regiert in Minnesota, einen Bundesstaat, der seit Jahren fest in demokratischer Hand ist, aber macht dort eben pragmatische, durchaus progressive Politik, die sehr breiten Rückhalt in der Bevölkerung genießt und kommt dabei eben auch bei weißen WählerInnen auf dem Land gut an, die eigentlich in den vergangenen Jahren auch oft für Donald Trump gestimmt haben. Bevor er selber Gouverneur wurde, hat er sich mehrfach bei Wahlen für das Repräsentantenhaus auch gegen RepublikanerInnen durchgesetzt, auch in sehr ländlichen Gebieten, die eben als nicht besonders progressiv gelten.
Und vor seiner politischen Karriere war er 24 Jahre lang Mitglied der Nationalgarde. Er war Lehrer und Football-Coach und er bringt eben so ein bisschen diese Ausstrahlung eines freundlichen Midwestern-Dads mit. Also seine Nähe zur Bevölkerung, das hat auch versucht Kamala Harris bei dem gemeinsamen Auftritt eben am Dienstag in Philadelphia auch ein bisschen herauszustreichen. And in 91 days, the nation will know Coach Walt by another name, Vice President of the United States. Sie hat ihn auch als Coach Walt bezeichnet und auch so ein bisschen vorgestellt. Und er ist aber sicher von den Kandidaten, die eben in der letzten Auswahl waren bei Kamala Harris als Running Mate, der am progressivsten ist von ihnen, aber sicher auch am wenigsten ein Problem damit hat, so gelabelt zu werden, weil er kann das einfach rhetorisch sehr gut erklären und auch verteidigen. Ich würde vielleicht sogar von einem Mitte-Politiker sprechen, weil es interessant ist, jemanden zu sehen, der sagt, er geht selber gerne jagen, redet selbst über die Waffen, die er besitzt, aber setzt sich trotzdem für Gun Control ein, jetzt dann praktisches Thema der Demokraten. Genau, und er ist auch einfach für Sachen, die dort als progressiv gelten, wie gratis Essen an Schulen oder einfach eine Krankenversicherung. Das ist tatsächlich was, was den USA links ist, was für uns aber natürlich einfach nach moderater Mitte klingt. Hm. Du hast gerade schon angesprochen, dass es gestern am Dienstagabend in Philadelphia auch schon die erste Wahlkampfveranstaltung gegeben hat von Harris und Walz zusammen, wo er auch so quasi dann nochmal groß vorgestellt ist vor Publikum. Bei dieser Veranstaltung hat es viel Jubel gegeben für die beiden. Das sollte man vielleicht nicht überbewerten, weil das sind dann auch Wahlkampfveranstaltungen, wo das alles geplant ist. Wie würdest du denn diesen ersten Auftritt und den Wahlkampf, die Wahlkampftaktik von den beiden jetzt beschreiben? Ja, also die Strategie der Demokratischen Partei ist schon auch immer wieder auf diese Gefahren hinzuweisen, die eben durch eine erneute Trump-Regierung drohen. Also das haben sie auch gestern wieder gemacht. Well, Tim and I have a message for Trump and others who want to turn back the clock on our fundamental freedoms. We're not going back. We are not going back. Also, dass man eben nicht zurück zu veralteten, längst überwundenen Konzepten zurückkehren will. Und es gibt eben auch diesen Fokus auf das Project 2025, das von einem Trump-nahen Think Tank ausgearbeitet wurde und die Ziele erzkonservativer Politik und den Weg, auch sie zu erreichen, genau da gelegt hat. Also da liegt schon ein Fokus. Aber gleichzeitig gibt es eben auch einen weiteren Fokus, eben nicht nur auf diese Gefahr, sondern sie nutzen jetzt gerade auch dieses popkulturelle Momentum, das Kamala Harris historischer Aufstieg eben mit sich gebracht hat. Also die Memes rund um ihr Coconut Tree Zitat. My mother used to, she would give us a hard time sometimes and she would say to us, I don't know what's wrong with you young people. You think you just fell out of a coconut tree? You exist in the context of all in which you live and what came before you. Ihr Lachen, ihr Tanzen, dass sie von Pop-Icons wie Charlie XCX als Brat gelabelt wird. Also da springt das Team von Harris einfach gerne auf, weil es sind ja auch gerade junge WählerInnen gewesen, die das Duell der beiden weißen alten Männer, Biden versus Trump, einfach sehr demotiviert hat. Und Walz hat das eben auch wieder in Philadelphia in den Vordergrund gerückt bei dem gemeinsamen Auftritt. Thank you, Madam Vice President, for the trust you put in me, but maybe more so. Thank you for bringing back the joy. Und hat Harris eben dafür gedankt, dass sie die Freude wieder in die Politik zurückgebracht hat. Und was die DemokratInnen aber gleichzeitig auch noch machen, also neben der Warnung vor den Gefahren und eben diesem popkulturellen Momentum, das gleichzeitig auch mitschwingt, ist ein Angriff der ganz anderen Art eben. Also das, was Tim Walz geprägt hat, diese Weird-Kampagne, die sie jetzt gestartet haben. And by the way, don't you find some of their stuff to just be plain weird? Das hat begonnen mit eben einem Interview vor ein paar Wochen, wo Walz, Trump, Vance und das engere Umfeld von ihnen halt als weird, als seltsam, als irgendwie wir auch ein bisschen bezeichnet haben. Look, they are bad on foreign policy, they are bad on the environment, they certainly have no healthcare plan, and they keep talking about the middle class, that, as I said, a robber baron real estate guy and a venture capitalist trying to tell us they understand who we are, they don't know who we are. Und gleichzeitig hat er schon auch deren Politik kritisiert, dass sie keinen Plan für die Gesundheitsversorgung haben oder für den Klimaschutz, aber stattdessen eben diese weirden Ideen, dass sie Bücher verbannen wollen, dass sie Kinderlose benachteiligen wollen, solche Sachen eben. Und damit hat es geschafft, mit relativ einfachen Worten politische GegnerInnen zu definieren
ohne dabei in einen wirklich negativen Ton zu verfallen, sondern halt mit Humor. Er macht sich halt einfach lustig über sie. Und zwar aber, und das ist auch sehr wichtig, über die führenden Köpfe, also Trump, Vance, das engste Umfeld, ohne dabei potenzielle WählerInnen selbst oder eben diese TeilnehmerInnen solcher Rallies zu verunglimpfen. Also Walls versucht diesen Menschen einfach auch klarzumachen, dass er sie einfach viel besser versteht, dass er viel mehr mit ihnen gemeinsam hat, dass seine Politik ihnen viel mehr helfen würde, während Trump und Vance einfach nur weirde Ideen haben. Jetzt können wir wenige Tage nach der Vorstellung von Tim Walz als Running Mate noch nicht irgendeinen Effekt von diesem Antreten in den Umfragen herauslesen, weil natürlich diese Umfragen gibt es noch nicht. Aber Kamala Harris ist jetzt schon seit einigen Wochen im Rennen nach dem überraschenden Rücktritt von Joe Biden. Joe Biden ist in den Umfragen dann doch recht eindeutig, zumindest was Swing States angeht, hinter Donald Trump zurückgelegen. Wie läuft es denn bis jetzt für Kamala Harris? Konnte sie das schon in irgendeiner Form umdrehen? Ja, also nach dem katastrophalen Auftritt von Joe Biden bei der TV-Debatte Ende Juni war es in Umfragen wirklich eher düster für die DemokratInnen. Also nicht nur in den Swing States war es plötzlich nicht mehr knapp, sondern Trump lag deutlicher in Führung, sondern es fingen plötzlich auch Bundesstaaten an zu wackeln, die die Demokratische Partei normalerweise eher leicht gewinnt. Und Kamala Harris hat es geschafft, dass sie zumindest das wieder ausgleicht. Also landesweit in wirklich nationalen Umfragen hat sie in den letzten Wochen immer ein paar Prozentpunkte zugelegt und jetzt liegt sie knapp vor Donald Trump. Aber entscheidend sind eben in den USA nicht diese nationalen Umfragen und auch nicht die nationalen Zahlen, wie dann halt abgestimmt wird, sondern diese einzelnen Swing States, die mal republikanisch, mal demokratisch wählen. Da geht es um Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania und Wisconsin. Also diese 7 Staaten sind da sehr entscheidend. Und überall dort ist es eigentlich gerade recht knapp. Also Harris liegt in einem von diesen Bundesstaaten vorne. Die meisten sind ausgeglichen oder Trump liegt in Führung. Aber wie gesagt, mit Biden waren die Werte einfach wirklich deutlich, deutlich schlechter. Und Harris fängt mit ihrer Tour durch die Swing States ja jetzt gerade erst an. Jetzt muss ich noch kurz fragen, du hast vorher angesprochen, dass eben die Taktik von Harris und auch Walls ein bisschen ist, Donald Trump als weird zu bezeichnen. Wie gefällt das eigentlich Trump und seinem Team? Ja, ihnen gefällt das nicht besonders gut. Also Trump reagiert da auch öffentlich drauf und behauptet eigentlich so ein bisschen wie ein trotziges Kindergartenkind. Well, they're the weird ones, and if you've ever seen her with the laugh and everything else, that's a weird deal going on there. They're the weird ones. Nobody's ever called me weird. I'm a lot of things, but weird I'm not. Er ist gar nicht weird und niemand hat ihn jemals weird genannt und die sind eigentlich selber weird. Nora, Donald Trump hat ja eigentlich eine Art Höhenflug gehabt vor kurzem, auch nach diesem Attentat, das er für seine Zwecke genutzt hat, um sich gut darzustellen. Er war auch, so wie das ausgesehen hat, sehr oft Joe Biden als leichte Beute, als Gegner eingestellt. Konnte er jetzt schon auf Kamala Harris umschwenken? Wie sieht das praktisch aus bis jetzt? Also Trump und sein Team haben sich wirklich schon sehr auf Joe Biden eingeschossen und sich auch sehr gute Chancen auf einen Sieg im November ausgerechnet. Das haben ja auch Umfragen nahegelegt. Dementsprechend negativ hat Trump auf den Führungswechsel reagiert und er hat noch keine wirklich ideale Strategie gefunden, damit umzugehen scheint. Gerade gestern hat er in einem ziemlich verzweifelt und wirr wirkenden Post auf Truth Social Biden dazu aufgerufen, dass er seine gestohlene Kandidatur sich wieder zurückholen soll und den Demokratischen Parteitag kapern soll, der in 2 Wochen stattfindet und ihn dann zu einer erneuten Debatte herausfordern soll, was nicht passieren wird natürlich. Also er will, dass Biden gegen Kamala Harris putscht und wieder demokratischer Kandidat wird. Ja, er möchte Biden zurück, offensichtlich. Ja, es ist halt einfach insgesamt schwierig für ihn und auch für seine UnterstützerInnen offensichtlich damit umzugehen. Also auch mit der Nominierung jetzt von Tim Walz oder mit der Entscheidung von Kamala Harris jetzt für Tim Walz. Sie versuchen ihn halt als gefährlichen Liberalen so à la Bernie Sanders zu zeichnen und geben ihn in sozialen Medien weirde Spitznamen wie Tampon Tim, was offenbar als abfällige Bezeichnung dafür gemeint ist, dass er halt in Schulen auf Klos Menstruationsprodukte kostenlos zur Verfügung gestellt hat. Es ist halt eigentlich, naja, also es sorgt für sehr viel Verwunderung. Und auf X hat wer geschrieben zum Beispiel, ich nehme an, dass man Tampon Tim nur als Beleidigung verstehen kann, wenn man Menstruation als schambehaftet ansieht. Mhm.
Und Donald Trump selbst hat nach dem direkten Führungswechsel von Joe Biden zu Kamala Harris versucht, mit einem neuen Spitznamen für sie, hat Laughing Kamala probiert, was aber natürlich nicht so gut sieht wie Crooked Hillary oder Sleepy Joe. Im Gegenteil, Harris Lachen wurde dann eher zum Meme und unter ihren Fans halt gefeiert. Und dann hat er es mit rassistischen Angriffen probiert, was auch interessant ist, weil da gerade irgendwie so ein paar Wochen vorher ranghohe RepublikanerInnen eigentlich genau davor gewarnt haben und zu Zurückhaltung aufgerufen haben. Also dann auch noch betont haben, bei der Wahl geht es um Politik, nicht um Persönlichkeiten, und ihre ethnische Zugehörigkeit und ihr Geschlecht haben damit ja eigentlich nichts zu tun. She was always of Indian heritage and she was only promoting Indian heritage. I didn't know she was black. Until a number of years ago, when she happened to turn black, and now she wants to be known as black. So I don't know, is she Indian or is she black? She has always identified as a black woman. Aber Trump ist halt Trump und hat dann in aller Öffentlichkeit und auch noch vor schwarzen JournalistInnen in Frage gestellt, ob Kamala Harris tatsächlich schwarz ist, was sie natürlich ist. Ja, weil er sie offenbar nicht aufgrund ihrer Kompetenz oder ihrer Politik angreifen kann, hat das mit plumpem Rassismus probiert. Wir haben heute schon gehört, dass diese Weird-Strategie Trump tatsächlich ein bisschen auf die Palme bringen dürfte. Wenn der Wahlkampf jetzt immer noch weitergeht, immer noch intensiver wird, denkst du, könnte er tatsächlich die Nerven hinschmeißen mit dieser neuen, stärkeren Gegnerin und neuem, stärkeren Gegner in Wars? Also man merkt schon, seine Einträge auf Truth Social werden etwas wirrer. Und man hat ja auch schon vorher gemerkt, eben mit diesem rassistischen Angriff, dass er da ein bisschen probiert, sich selbst auch wieder ins Zentrum zu rücken. Also man weiß, er ist es nicht gewohnt und es gefällt ihm auch einfach nicht, wenn er nicht im Zentrum steht. Und genau dieser rassistische Angriff auf Kamala Harris ist aber dann auch gleichzeitig so ein bisschen Textbook-Trump. Also er war ja schon während Barack Obamas Amtszeit ganz vorne dabei, da irgendwie diese Birther-Verschwörungsmythen zu verbreiten über den ersten schwarzen Präsidenten. Und auch bei seinem Antreten 2016 gegen Hillary Clinton war er regelmäßig sexistisch und rassistisch. Und damit spricht er halt leider auch einen großen Teil seiner Basis an. Und während darüber diskutiert wird, ob oder wie schwarz Kamala Harris jetzt ist oder wie empörend der nächste rassistische Schwachsinn von ihm ist, wird halt wieder nicht über ihn und seine eigenen Schwächen geredet. Also seine Eignung für die Präsidentschaft, seine Verfahren und Verurteilungen, seinen verrückten Vizepräsidentschaftskandidaten und die rechtsextreme Agenda seiner Partei. Wenn wir wieder die VPs ansprechen, kennen wir jetzt Tim Walz eben auch ein bisschen besser. Wie macht sich J.D. Vance bis jetzt als Partner und Unterstützer von Donald Trump? Also Trump hat seinen eigenen Running Mate ja vorher ausgesucht, also bevor Joe Biden sich entschieden hat, dass er doch nicht antritt. Also Trump ist einfach von einer relativ sicheren Bank ausgegangen und womöglich davon, dass es eigentlich, das hat er ja auch offen zugegeben, er glaubt ja, dass es ja eigentlich egal ist, wer irgendwie Vizepräsidentschaftskandidat ist und dass das eh keine Rolle spielt. Aber man merkt halt jetzt auch in Umfragen, J.D. Vance kommt wirklich nicht besonders gut an. Also auch bei unabhängigen WählerInnen ist es so, dass eine Mehrheit tatsächlich einen negativen Eindruck von ihm hat. Und das ist tatsächlich ungewöhnlich, weil der Hauptgrund und was man sich eben immer denkt und immer im Hinterkopf behält, wenn man einen Running Mate aussucht, ist ja doch, er soll einfach keinen Schaden anrichten. Und eben ist es auch interessant, dass Trump da den ganz anderen Weg gegangen ist als Harris und eben nicht versucht hat, jemanden auszusuchen, der andere Wählergruppen anspricht, sondern eine Art Mini-Trump-Kopie nochmal sich an die Seite geholt hat. Genau, ja. Der Downfall für Joe Biden war ein Fernsehduell mit Donald Trump. Wird so eins eigentlich auch mit Kamala Harris jetzt bald geben? Wahrscheinlich nicht. Also sie ist ja jetzt offiziell schon nominiert zur demokratischen Kandidatin. Das hat im Online-Voting stattgefunden und dann eben Mitte August ist noch der demokratische Parteitag, wo das dann alles noch offiziell abgesegnet wird. Aber eine Debatte war eigentlich für den 10. September im Sender ABC geplant, damals noch zwischen Biden und Trump. Nach dem Rückzug von Biden hat Trump jetzt eben gesagt, er besteht auf eine Änderung, nicht nur beim Termin auf 4. September, sondern auch beim Sender. Er will zu Fox News. Und da hat eben Kamala Harris gesagt, dass sie den ursprünglichen Termin und Sender einfordert und eine Einigung ist da aus heutiger Sicht eher unwahrscheinlich. Aber vielleicht gibt es eine spannende Debatte der Vizepräsidentschaftskandidaten Tim Walz und J.D. Vance. Das wäre durchaus interessant. Und J.D. Vance hat vor kurzem gesagt, er würde ihn debattieren und darauf wären wir alle sehr gespannt. Würdest du denn sagen, dass mit dieser KandidatInnenliste jetzt eigentlich das Ergebnis schon gesetzt ist, dass jetzt alles seinen Lauf nehmen wird? Oder gibt es da noch große Faktoren, Dinge, die schiefgehen könnten in den nächsten Monaten? Ich denke zum Beispiel, jetzt Anfang dieser Woche hat es eine Art Börsencrash gegeben wegen schlechter Wirtschaftsdaten. Könnte das irgendwie gerade die regierenden Demokraten noch unter Druck bringen jetzt?
Ja, es ist ja so, dass in Umfragen die WählerInnen auch sagen, dass das wichtigste Thema für sie die Wirtschaft ist. Und das ist mit den jüngsten Turbulenzen an den Börsen und den Ängsten vor einer US-Rezession für Harris kein leichtes Terrain, weil sie ja einfach Teil der aktuellen Regierung ist, auch wenn sie natürlich nicht so direkt dafür verantwortlich gemacht wird wie US-Präsident Biden. Aber ich denke halt einfach, was diese Weird-Kampagne auch gezeigt hat, ist, dass auf beiden Seiten versucht wird und dass das wahrscheinlich auch in den nächsten Wochen und Monaten versucht werden wird, sich selbst als normal darzustellen und das politische Gegenüber als extrem, als seltsam, als gefährlich. Und man wird dann sehen, wer da bei der Bevölkerung besser durchkommt mit der Strategie. Ist jetzt ein Zwischenfazit zur Auswahl von Tim Walz als Running Mate für Kamala Harris? Du hast schon angesprochen, entschieden wird die Wahl in diesen Swing States, wo die Menschen tendenziell konservativer eingestellt werden. Haben die beiden da eine Chance gegen den sehr konservativen Trump? Wie knapp wird dieses Rennen werden? Ja, also es ist wirklich offen. Derzeit ist es sehr, sehr knapp und es ist natürlich ein bisschen schwieriger für das demokratische Ticket, das muss man schon dazu sagen. Donald Trump braucht eigentlich nur die Swing States Pennsylvania und Georgia, um auf die nötigen 270 Wahlmänner und Wahlfrauenstimmen zu kommen. Und in Georgia liegt er derzeit knapp vorne, Pennsylvania ist ausgeglichen. Und Harris einfachster Weg zum Sieg wäre wahrscheinlich über die Blue Wall States, Wisconsin, Michigan und Pennsylvania. Und das zeigt halt, dass Pennsylvania für beide einfach wirklich essentiell und wichtig ist. Und deshalb ist es natürlich so, dass viele gedacht haben, dass sie eher den Gouverneur von Pennsylvania auch auswählen wird, Josh Shapiro, der dort einfach auch sehr beliebt ist und wahrscheinlich auch geholfen hätte, diesen Bundesstaat zu gewinnen. Aber Tim Walz hat wahrscheinlich das Talent, im täglichen Kampf um die Aufmerksamkeit der Bevölkerung die demokratischen Botschaften vielleicht ein bisschen besser durchzubringen und dann allgemein bundesweit mehr Menschen anzusprechen. Weil für den Sieg braucht man halt schlussendlich dann doch nicht nur Pennsylvania. Wie gut Running Mate Tim Walz dann tatsächlich bei den WählerInnen ankommt und wie weird dieser Wahlkampf noch wird, werden wir sehen in den nächsten rund 90 Tagen. Nora Mann, vielen Dank für die Einschätzung heute. Sehr gerne. Hier geht es jetzt gleich noch weiter mit allen anderen wichtigen Meldungen zum Tag. Wir sprechen unter anderem über eine Explosion in Wien-Otterkring und über die Bandenkriege, die in Wien vor kurzem angefangen haben. Wenn Ihnen, liebe ZuhörerInnen, Thema des Tages gefällt, dann abonnieren Sie uns auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform, damit Sie keine weitere Folge mehr verpassen. Mit einer guten Bewertung und einem netten Kommentar helfen Sie uns sehr weiter. Also vielen Dank dafür. Wir sind gleich zurück. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, in Wien-Otterkring hat es in der Nacht auf heute Mittwoch einen Polizeieinsatz und eine Explosion gegeben. Auslöser war ein unbekannter Mann, der aus dem Fenster seiner Wohnung Gegenstände geworfen hat. Als die Polizei sich Zutritt zur Wohnung verschafft hat, kam es zu einer Schießerei und dann eben zur Explosion. Vermutet wird aktuell eine Gasverpuffung. Der unbekannte Mann war bewaffnet, aber es wurden keine Sprengstoffe in der Wohnung gefunden. Der Mann ist bei der Explosion ums Leben gekommen. Heute Mittwoch hat es dann auch noch einen großen Polizeieinsatz und eine Evakuierung im niederösterreichischen Ternitz gegeben. Dort gibt es aber noch sehr wenig Informationen, also bitte auf derstandard.at informieren. Zweitens, die österreichische Regierung hat nach langem Streit ein großes Personalpaket beschlossen. Am prominentesten ist die Besetzung des aktuellen Wirtschaftsministers Martin Kocher als zukünftiger Chef der Nationalbank. Kritik gibt es, weil die Neubesetzung erst Mitte 2025 schlagend wird. Dann hätte die aktuelle Regierung aber nicht mehr entscheiden können. Dazu kommt ein Streit zwischen Schwarz und Grün, der die Entscheidung verzögert hat. Insgesamt wurden mit dem Paket mehr als 20 wichtige Stellen neu besetzt. Nur bei einer, nämlich dem Vorstand der Finanzmarktaufsicht, wurde man sich nicht einig. Drittens, im Nahostkonflikt hat die Terrororganisation Hamas einen neuen politischen Chef gewählt. Yahya Sinwar gilt als der Drahtzieher hinter dem Anschlag auf Israel vom 7. Oktober 2023. Er soll sich aktuell im weitläufigen Tunnelsystem unter Gaza verstecken. Auslöser für die Personalie war der Tod des bisherigen Hamas-Chefs bei einer Explosion in Teheran. Dahinter werden israelische Geheimdienste vermutet, bestätigt wurde das aber nicht. Und viertens, im Konflikt zwischen syrischen und tschetschenischen Jugendlichen in Wien soll es jetzt eine Annäherung geben. Vor einigen Wochen hat ein sogenannter Bandenkrieg Schlagzeilen gemacht, bei dem auch Messer und Schusswaffen zum Einsatz kamen. Vermutet wurde eine Art Machtkampf zwischen zwei Communities.
Jetzt haben sich Vertreter beider Seiten zusammengesetzt. Das erzählt ein tschetschenischer Influencer, zum Beispiel im ORF-Interview. Er war bei den Gesprächen dabei, genauso wie sogenannte Älteste von beiden Seiten. Die Communities hätten sich demnach ausgesprochen und würden auf eine Beruhigung hinarbeiten. Der Influencer, Ahmed Mitayev, nimmt aber auch die Polizei in die Verantwortung, genauer hinzuschauen. Mehr über die Hintergründe dieser Bandenkriege erfährt man in unserem Podcast zum Thema, Link in den Shownotes und auf der Standard.at. Falls Sie Feedback oder Anregungen für das Standard-Podcast-Team haben, dann schicken Sie gerne eine Mail an podcast@derstandard.at. In diesem Podcast haben Sie Audiozitate gehört von X, vom Deutschen Spiegel, von den Fernsehsendern CBS, PBS, MSNBC und auch von dem Podcast der Clay Travis Show, auf der Donald Trump öfters spricht. An dieser Folge von Thema des Tages haben meine KollegInnen Scholt Wilhelm und Margit Ehrenhöfer mitgearbeitet. Mein Name ist Tobias Holub. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.